Willkommen zu Let's Play Adventure Time! Piraten der Inkirion. Und ja, ich bin der dufte Typ. Und diesmal in einer anderen Gestalt. Nicht mehr als Katze, sondern als komisches Anime-Männchen. Ja, ich habe schon mal ein bisschen angespielt, dementsprechend der Sound sollte eigentlich schon von vornherein passen, aber nur 10 Minuten. Dementsprechend freuen wir uns auf Jack und Finn in einem grandiosen Abenteuer bei den Piraten der Inkiridion. Verwirrend. Los geht's! Will ich ein neues Spiel starten? Ja! Okay. Los geht's. Sure is pretty. Hey, maybe we'll see another comet. Man, I hope not. I don't think I'm emotionally prepared for that. Aww. We boring you or something? Yes, but also, my battery is low. Oh, yeah. You better turn in. I'm still wide awake, though. I'm gonna stay up here for a while. How about you, Jake? You know me, dude. I'm a non-stop stargazing machine. I can go all night. Okay, good night. I almost forgot. For breakfast, do you want? Not again. Well, if they are late for breakfast, I will throw water on them and wake them up. What the? Whoa. Finn? Finn! What's up? Oh, don't tell me we slept through breakfast again. Beemo's gonna be so... Whoa. I know, right? What the flip? How'd we get into the middle of the ocean? I don't think we are in the middle of the ocean, man. Look! Looks like the Ice Kingdom. It must have melted. What are we gonna do, Finn? This is seriously messed up. It's straight up dong bongles is what it is. We better find out what's up. Wait, what about Beemo? He was down in the treehouse. Should we look for him? He's a pretty good swimmer. He'll be fine. Set course for the Ice Kingdom. What's left of it. Which way was that again? I'm not good with boat directions. It's over that way. Whoa! We're gonna need a bigger boat. Like that one? Huh, that's weirdly convenient. You know what they say, man. Don't look a gift boat in the mouth. Or something like that. I don't think they say that. Yeah, probably not. Let's just take the boat and go. Okay. Hope that thing comes with a manual or a tutorial or something, though. That's way bigger than any boat we've ever sailed. Sehr schön. Und da sind wir auch schon mitten im Spiel. Drücke RT zum Beschleunigen und LT zum, um rückwärts zu gehen. Aha, aha, das geht gut. Mit links, um zu steuern. Okay. Na dann, ab geht's! Auf zum Eiskönigreich! Ah, das ist sehr schön. Uns wird auch angezeigt, wie weit wir sammeln.
Nom. Keine Ahnung, was uns das bringen wird. Aber wir sammeln es einfach. Was bist du denn? Wunderbar, das ist doch hier alles wundervoll. Okay. Singt eine Runde. So I'll stop and I won't think about it. Anyways, let's go. How's that? Pretty great, right? Yeah, not bad. I've got a feeling we'll have plenty of time to work. Wunderbar. Das waren schöne Lieder, die wir gesungen haben. So, wir können uns jetzt hier bewegen. Es fühlt sich im Vergleich zu den anderen Spielen ein bisschen klumpig an. Mit A können wir springen, das ist gut. Aber das macht überhaupt nichts, das bisschen klumpig springen und laufen. Aha, angreifen können wir auch, indem wir X drücken. Sehr gut, hier kriegen wir Eisjuwelen her. Was passiert, wenn wir die Pinguine angreifen? Gar nichts. Na gut. Aber hey, da vorne ist der Eiskönig, der Böse. Der liegt, der, warum auch immer. Simon, what's going on, man? Oh boy, am I glad to see you guys. What a mess. Yeah, we noticed. What happened, dude? My kingdom is ruined, my crown's gone forever, Gunter and the rest of my babies are missing. You know, just your basic average worst day of your life. But other than that? Ice King, it'll be fine. Yeah, we can get this all fixed up. Somehow. How? My insurance doesn't cover acts of glob. I checked. Dude, he's got to know something about what happened. We have to find a way to make him talk. Yeah. Maybe it's time we went all popo on his butt. Interrogation time? Interrogation time. Okay. Ice King, what happened here? We can't help you if we don't know where to start. How would I know? You think I have time for this now? Right, let's get to work. We'll take turns working him. He's no softie, so be tough. Okay. Wir meckern ihn an. What the heck's wrong with you? Snap out of it and just tell us already. Whoa, whoa, whoa there. Okay, well, it started when I tried to freeze something. One quick blast and somehow I melted a wall. Anyway, what was I doing? Now we're getting somewhere. Let's keep up the pressure. See what happens when I get mad? I'm sorry, guys. It's my fault. After the first wall melted, I tried to refreeze it, but another wall melted. Before I knew it, I was living all open floor plan, and the water started rising. We're almost there, man. Keep going! Spill your guts, Ice King! Tuh! I will break you! Oh, I'm sorry. Something happened to my crown. Instead of freezing, it kept melting. Oh, I melted my whole kingdom. Me, I melted it. I was so annoyed with my crown, I threw it away. Maybe a bad move thinking about it in retrospect. Good job, Jake. The interrogation was a success. Sehr schön. Wir bekommen Geld und haben Sachen dafür bekommen. Ich weiß nicht, was genau das zu bedeuten hat, aber egal. Crown, yeah, if we can figure out what's wrong with it and fix it, you can start refreezing the Ice Kingdom. I don't know. Now that I think about it, I kind of like having beachfront property. Dude, we cannot leave Ooh underwater because you want to kick it at the beach.
Oh, all right. When I threw the crown away, it landed on an iceberg. Last time I saw it, it was floating toward the Candy Kingdom. You know, if it's still there after all the flooding and stuff. Ooh, I almost forgot. I found this. It was frozen into the wall before, you know, the melting and stuff. I figured you might need it. Cool. Thanks, man. Come on, Jake. Time to set course for the Candy Kingdom. Yay! Auf zum Candy Kingdom. Das freut mich. Oh, das ist die Map. Kann ich hier irgendwie rauszoomen oder so? Doch, tatsächlich kann ich rauszoomen. Oh, das ist eine ganz schön große Map, muss ich doch schon mal gestehen. Das habe ich so nicht erwartet. Aber okay. So, die Frage ist jetzt... Simon, where's the sword? Oh, that thing isn't like a regular sword. You gotta summon it during a fight. Aha. Okay, ich brauche jetzt also erstmal einen Kampf, wo ich das Schwert beschwöre. Aber gut, wir haben jetzt erstmal wieder einen neuen Auftrag. Wir müssen erstmal... Genau, zum König... Candy Kingdom. Und ich bin mal gespannt... Wie es dort aussieht. Bestimmt ist das auch hart unter Wasser gelaufen, jetzt wo das Eiskönigreich unter Wasser liegt. Moment. Hier kann man anscheinend noch mehr greifen, würde ich sagen. Mehr. Ich weiß nicht so genau, was mir das alles liefern wird oder bringen wird, aber ich sammle es einfach mal mit ein. Warum eigentlich auch nicht? Oh. Jake, we've got company, man. Let's show these chumps a thing or two. Alles klar, das ist jetzt interessant. Wir haben... What's the deal with these guys? Wir haben... Piraten. Und wir haben hier so ein Active Time Battle Kampf sozusagen. Fast wie bei einem Rollenspiel. Okay. Heilung. Verwende ein Flakon aus dem Rucksack, um einen Helden zu heilen. Das machen wir einfach. Aha. Und jetzt kann ich trotzdem noch angreifen. Das ist ja mal interessant. Fehlschlag, wie gemein. Das klingt gut. Wir können das Eisschwert jetzt beschwören. Aha. Oben diese Blitzpunkte geben sozusagen an, wann wir so etwas beschweren können. Okay. Verwende Energie, um spezielle Heldenaktionen auszuführen. Energie füllt sich zu Beginn der Runde eines Helden um einen wieder auf. So. Dann... Eisschwert. Kostet 3 Punkte. Ruhig auf den, der noch nicht... Genau, der noch nicht geschlagen wurde. So, super effektiver Treffer. Diese Bananenwachen sind schwach gegen Eisangriffe. Alle Gegner haben ihre eigenen Stärken oder Schwächen. Das ist wahr. Aha. Aber wir können auch blocken. Durch Blocken lässt sich der Schaden durch eingehende Angriffe verringern. Manchmal sogar vollständig verringern. Ist mal gut zu wissen. Machen wir einfach mal. Wir blocken eine Runde. Na, diese Bilder da unten sind aber auch echt zu süß. So, ich habe jetzt wieder 5 Punkte. Oh. Twister. Whatever. Drehklatsche. Ruf mal auf den Dude. Haha, lol. So, und wir haben hier wieder das Eisschwert. Das gibt 3 und diese Viecher werden mit einem Hit platt gemacht. Das ist cool. Super effektiv. Jetzt kommen natürlich die bösen Angriffe dazu. Aber hey, das sollte reichen. Jawohl. Geschafft. Sieg für uns. Und Level up.
Sehr geil. Wir haben uns hier ein, ja, ein Rollenspiel anscheinend geschnappt. Finde ich cool. Drücke Start, um das Notizbuch aufzurufen. Stufenanstieg. Drücke A, um Heldenupgrade zu öffnen. Das machen wir doch mal. Heldenboost. Die, gib Knete aus, um deine Heldenfähigkeiten zu verbessern. Aha. Wir können Life Points erhöhen. Erhöht Chance, gegnerischen Angriffe auszuweichen. Das klingt doch eigentlich schon ganz nett. Schaden. Blocken. Machen wir lieber ausweichen. So, einfach mal volle Kanüle drauf. Why not? Mal gucken. Ja, komm. Gleiches gilt auch für dich. Ich glaube, das ist ziemlich krass. Spezial. Hier können wir auch noch krassen Kram machen. Aber das passt so, würde ich sagen. Aber wir können jederzeit hier weitermachen. Indem wir einfach Training. Das ist schon mal ziemlich geil. Ich glaube, ich werde hier genau nochmal ein bisschen Kohle einsammeln. Nein, also ich meine Kohle ausgeben. So. Um gleich für den Start erstmal gut Erfahrungspunkte zu haben. Ich finde es gar nicht verkehrt, hier den Kram einfach mal einzusammeln. Und da singen sie wieder. Hey ho, this mess to undo. Also ich denke mal, dieses Gesinge ist dafür da, damit das Ganze inhaltlich nicht ganz so langweilig wird. Finde ich aber auch echt cool, muss ich gestehen. Das liefert dann nochmal ein bisschen Bonusatmosphäre. Ach Mensch, was ein Glück. Das gute Candy Kingdom ist anscheinend noch heile. Das finde ich sehr, sehr praktisch. So, dann können wir hier nochmal einsammeln. Zeug, Zeug, Zeug. So. Da hinten ist noch mehr. Aber egal, wir gehen von Bord. Wir gucken uns jetzt erstmal das Candy Kingdom an. Citizens and crew of the Candy Kingdom, be on the lookout for intruders. Repel all borders. Aha. That's weird. Yeah. Das ist tatsächlich. This place is on lockdown. Yeah. Ah, hier können wir Sachen kaputt machen, wegen etwas. Oh, hier sind ja schon wieder solche. The banana guards don't look happy to see us. Egal, dann hauen wir die Bananenkämpfer erstmal um. So, Panzerhandschuhe des Billy. Ultimative Fähigkeit. Fülle Finns ultimative Leiste auf, um deinen Gegner zu vermöbeln. Wenn die Anzeige voll ist, kann du die unglaubliche Macht des Panzerhandschuhs fesseln. Das ist cool. Dann kann du weglaufen, können wir auch. Nee. Wir hacken da jetzt einmal direkt drauf. Oh, zieht euch das mal rein. Die haben ganz schön viele Lebenspunkte. Haha, das hat echt was gebracht. Superdampfwalze, ultimative Fähigkeit. Jakes Ultimate-Leiste füllt sich, wenn er von seinen Gegnern vermöbelt wird. Wenn die Anzeige voll ist, kann er sich in eine verheerende Dampfwalze verwandeln. Okay, gut zu finden. Ah, ist das Teil da unten jetzt eigentlich? Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Komm, hacken wir die einfach mal kaputt. Nee, das war das. Totaler Blödsinn, warum ich den jetzt angreife. Au, tut weh. Aber ja, das ist tatsächlich diese Leiste, die dort unten stattfindet. Wir hacken jetzt nach wie vor auf den Typen, auf den einen Dude drauf. Ja, das Ausweichen hier an der Stelle funktioniert so zumindest schon mal ganz gut.
Wow, pass mal auf, Junge. Okay, Jake flippt aus. Dieser Charakter flippt aus. Er kann nicht kontrolliert werden, bis er sich beruhigt hat. Finde ich auch sehr gut. Aber ich glaube, du brauchst mal echt Lebenspunkte, Duke. Und wir hacken jetzt weiter auf dich drauf. Das ist aber cool, wie... Wie Finn hier gerade eben einfach nur ausweicht, finde ich klasse. Oh, das war irgendwie jetzt nicht so gut ausgewichen. So, wie war das mit der Dampfwalze? Das würde ich jetzt ganz gerne mal... Twister... Nee. Ich dachte, jetzt ist hier... mieser Kram angesagt. Okay, das müssen wir irgendwie nachlesen oder so. Einmal die Drehklatsche. Na, das sah schon mal ganz gut aus. Aber wir wissen ja jetzt... Ne, das wollte ich nicht. Wir wissen ja jetzt, dass diese Eisdudes hart gegen solche Eisattacken abstinken. Oh, oh, macht sich bereit. Dann sollten wir entweder... Kloppen wir ihn jetzt mit einem Hit weg. Oder auch nicht. Oder mit zwei Hits. Umso besser. Jetzt macht er sich bereit. Jetzt sollten wir auf jeden Fall einfach mal in die Defensive gehen. Oh. Jake sieht schon wieder so aus, als ob er gleich mega abdrehen wird. Und zack. Eisiger Schnitt hat gesessen. Ah. Dann drücken wir doch mal. Und gucken uns an, wie er hier so eine miese Aktion liefert. Krass. Gut, wir haben wieder ein paar von den Dudes besiegt. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas ranbekommen. Nee, wir bekommen hier nichts. Wir müssen dem König hier wohl entlanglaufen. That's the door to the security room. Are we supposed to be dressed as pirates too? Okay. We need to find who's in charge. Die Sachen, die kaputt machen, ist gar nicht verkehrt. Oh, das ist gemein. Achtung, das Symbol auf dem Kopf eines Gegners zeigt deren Schwierigkeit an. Ein roter Totenkopf bedeutet, dass die Gegner eine ziemliche... nicht cool. Also gar nicht cool. Wir sollten uns auf jeden Fall nochmal heilen. So. Sieht doch schon besser aus. Hallo, Freunde. Könnt ihr mit mir reden? Ne, die wollen nicht mit mir reden. Wir sind ja frech, die Jungs. So, dann gehen wir mal hier entlang. Und öffnen... Oh, was haben wir denn hier? Oh, Stufe 2. Diese blöden Magier. Viecher. Boah. Die Dinger nerven aber auch gewaltig. So, gegen euch kämpfen wir. Ich hoffe, ihr seid wirklich nur zu zweit. Na, Tatsache, ihr seid wirklich nur zu zweit. Wir sind hier aber schon gut ausgestattet. Ihr seid zu dritt. Ja, dann. Oh, Geschwindigkeit gefallen, eingefroren, richtig mies. Das heißt, sie greifen jetzt wesentlich langsamer an, würde ich sagen. Eiskugelschild, das ist gefährlich. So, dann hauen wir hier nochmal den Twister rein auf ihn. So,
Und nochmal einen richtig heftigen Angriff auf den hier außen. Magischer Speer. Haha, daneben. Du. Also mir gefällt nicht, wie der eine Dude hier in der Mitte die ganze Zeit so Schaden macht. Ich glaube, ich pack dann einfach mal auf ihn. Wir haben hier jetzt 80 bereit. Okay. Ich würde sagen, wir hacken den Typen hier erstmal kaputt. Bevor er hier auf komische Ideen kommt. Setze auf Parade. Heilt. Nee. Hat er nicht gemacht. So. Dann müssen wir wohl doch erstmal lieber ihn hier vermöbeln. Oh, das ist ja aber echt gemein. So einige Moves, die sie hier haben. Aber auch diese... Also schon gar nicht so einfach, muss ich sagen. Vor allem dieser Typ, der hier die ganze Zeit seine Magiepunkte auspustet. Mit seinem ollen Schilddings. 20. Ja, jetzt hör mal auf, hier so einen Schaden zu machen. Sehr gut. Jetzt geht's richtig ab. Finn rastet nämlich richtig mies aus. Ja gut, er hätte noch ein bisschen anders ausrasten können, also besser gesagt. So, als allererstes müssen wir den hier platt hauen. Damit er aufhört, die ganze Zeit hier irgendwie so einen Rotz zu verursachen. Also, greif mal ruhig den da an. Miau, klatsch. Das war irgendwie nicht sehr effektiv. So. Klatsche ihm mal einer. Ich glaube, der andere wäre besser gewesen. Aber geht schon. So, eisiger Schnitt. Sehr effektiv. Er hat ja nur noch diesen einen. Und damit könnten wir ihn jetzt vielleicht noch platt machen. Yes! Endlich. Sehr gut. Dann wollen wir nochmal hier die beiden aufrüsten, würde ich sagen. Weil irgendwie fand ich das voll blöd, dass sie so wenig Schaden gemacht haben. So. Vielleicht bringt das ja was. Den Rest können wir nochmal in die Gesundheit stecken. Okay, bei Jake nicht. Bei Finn. Aber hier haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Und mehr Kohle ist immer gut. Da lang müssen wir. Na klar, wir müssen einfach mal zur Prinzessin. Und noch mal ein bisschen Geld einsammeln nebenbei. So, jetzt können wir hier auch noch mal bei Finn die Lebenspunkte erhöhen. Um einen... Finde den Sicherheitschef. Okay. Wer ist der Sicherheitschef? Und warum können wir diese Kiste nicht öffnen? Können nicht mit dem Schwert zerbrochen werden. Frech. Ich will aber, dass das mit dem Schwert zerbrochen werden kann. So. Lasst mal gucken. Da müssen... Hey. Da müssen wir hin.
Aber dafür müssen wir einen Sicherheitschef finden. Was haben wir denn da? Können wir hier einfach rein? Nee, wir können nicht einfach so ins Wasser. Wie sieht denn der Sicherheitschef überhaupt aus? Habe ich den schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Nein! Verzieh dich. Oh. Das ist ja mal sehr gut. So habe ich meine Spiele immer sehr gerne. Aber passt ja genau. 30 Minuten sind rum.